Hallo zu diesem neuen Video. Ich bin unterwegs heute am Dreikönigstag frühmorgens, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist jetzt mittlerweile so 8:45 oder 8:45 oder wie auch immer man das sagen möchte. Hier in Bayern ist es 8:45 und bin unterwegs, um ein bisschen zu fotografieren. Und zwar ist es heute zwischen -2 und -4 Grad kalt. Es ist neblig, die Sonne schaut ein bisschen aus dem Nebel schon raus, durch die Wolken raus. Und ich fahre jetzt mal zu so einem kleinen Weiher. Und da sind meines Wissens immer zwei Schwäne vorzufinden. Und die versuche ich heute mal ein bisschen so zu fotografieren in dieser schönen Lichtstimmung, die der Nebel und die Sonne so ergeben. Und habe dabei das Sigma 150-600, die EOS 80D und so weiter und so fort. Und alles Weitere würde ich sagen, sage ich euch dann von der Location aus. Ich fahre jetzt zu diesem Weiher und melde mich dann von dort. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich melde mich jetzt von dem Weiher. Und ihr seht es auch im Hintergrund. Ich schwenke mal ein bisschen. Und momentan, weiß nicht, ob man es erkennt, befinden sich auch zwei Schwäne auf diesem Weiher, auf diesem Gewässer. Und sorry für das leichte Wackeln. Ich filme hier mit der G70, die leider keinen Bildstabi hat. Auch das 14mm Sigma 1.4 hat keinen Bildstabi. Das Gorillapod auch nicht. Und deswegen leichtes Wackeln hier. Und ihr seht aber schon, momentan schön neblig. Jetzt drehe ich mich mal in die Sonne. Die Sonne schaut da oben auch schon raus. Und dementsprechend gibt es eine schöne Lichtstimmung dann, vielleicht in Kürze. Und da werde ich vielleicht das ein oder andere schöne Tierporträtfoto dann mit dem Sigma 150-600 auch machen können. Und ja, ich mache mir jetzt mal dann die Arbeit. Ziemlich weit weg jetzt die beiden. Na kommt, auf geht's. Keine falsche Scham. Thank you.
Ja, da hinten im Hintergrund sind die zwei Kameraden nochmal. Ja, soll es auch schon fast wieder gewesen sein hier mit dieser kleinen Fototour. Vielleicht war es ein bisschen Inspiration für euch. Heute vielleicht, ja gut, jetzt ist es vielleicht 9:30, 10:30. Das Wetter war für mich jetzt wirklich optimal. Es war kalt, es hat Minusgrade, vielleicht -3 bis -4 Grad. Es war leicht neblig, die Sonne schaut leicht durch den Nebel, durch die Wolken hindurch. Und wenn man da noch so ein kleines Gewässer hat, das ein bisschen so diesig ist, auf dem sich ein bisschen so vielleicht so ganz leichte Nebelschwaden halten und dann noch zwei solche schönen Schwäne hat, dann macht das Fotografieren doch Spaß. Vielleicht konnte ich euch inspirieren. Das Equipment, das ich dabei hatte, ich habe es erwähnt, das Sigma 150-600 an der Canon EOS 80D auf einem Stativ mit einem Gimbalkopf und habe hier in Quer- und Hochformat fotografiert und zumeist mit Blende 5-6, wenn ich das richtig gesehen habe, und habe hier natürlich auch einen meiner Speicherplätze benutzt. C1 in dem Fall bei mir ist ausgelegt für die Tierfotografie, also mit schnellen Verschlusszeiten. Blende wird automatisch gewählt von der Kamera und ja, ich glaube, mir sind ein paar ganz schöne Aufnahmen hier gelungen von den beiden Schwänen hier. Ein paar ganz schöne Tierporträtaufnahmen. Die blende ich euch natürlich ein. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu klicken, weil dann versäumt ihr auch keines meiner Videos mehr. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.